Bates Armee, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass wir alle mit Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist verbunden sein in diese Armeen und mit einer ganz anderen, vielen Menschen, die stehen vor dem Herrn, die glauben Gott, die setzen Dinge frei, die wirklich die Schlüssel des Königreiches benutzen, die Gott uns gegeben hat, das, was wir, die Ekklesia auf Erden, etwas auf Erden freisetzen, es ist schon in den Himmel. Mhm. Heil und Rettung und Befreiung und alle diese Sachen, die ganze Erbe ist schon freigesetzt, dass wir arbeiten mit der Himmel zusammen, aber wir haben hier Autorität zu lösen, freizusetzen und zu binden, verbieten, gebieten und blockieren, dass es nicht durchkommt. Das müssen wir als Ekklesia, wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen, in dieser Dimension, oben mit Christus, wir herrschen auf der Erde. Sei ermutigt, schaue nicht auf dein schon 100-jähriger alter Leib oder auf die ganzen Probleme überall. Schaue auf dem Herrn, erhebe sein Wort, glaube Gott, tanze vor Freude im Glauben. Halleluja. Und ja, wir freuen uns heute, was auf Gottes Herz ist. Okay. Ja. Und was auf Gottes Herz ist, wie immer, ein großes Anliegen von Gott natürlich ist die Ernte der Menschen auf dieser Erde. Dass das Evangelium mit Erfolg gepredigt wird. Und das bedeutet, dass das Evangelium das Menschenleben verwandelt. Und so wollen wir für die Ernte beten. Und ich habe hier Verheißungen für die Nationen. Und das schließt natürlich die Nationen von Europa und natürlich die deutschsprachigen Nationen ein. Und so, ich möchte einfach diese Verheißungen weitergeben, weil das baut meinen Glauben auf, zu beten. Und ich denke, ihr werdet auch wirklich aufgebaut in eurem Glauben. Die Grundlage für den Glauben, für die Ernte in dieser Zeit ist natürlich in dem Buch der Grundlagen, in dem ersten Buch Mose, der Anfang. Es heißt in 1. Mose 3, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermahlen und du wirst ihm die Ferse zermahlen. So Gott spricht zu dem Feind und Paulus sagt, er predigt das Evangelium. Da er predigt das Evangelium in diese Verheißung. Und dann kommen wir zu der Berufung von Abraham in Kapitel 12. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dieses Wort Geschlechter bedeutet Stämme, Völker, Volksgruppen und sogar Familien. Wir nehmen das in Anspruch für unsere Familie, dass in Christus, was Paulus in Galater 3 sagt, in Christus werden gesegnet werden alle Familien. So, Gottes Augen war vom Anfang an auf der ganzen Welt. Er rief Abraham, um aus ihm ein Volk zu machen. Aber es war nicht nur dieses Volk zu retten und der Rest der Welt in die Hölle geht, sondern er rief Abraham mit der Absicht, ihn zu einem Segen zu setzen, ihn zu segnen, aber ihn zu einem Segen zu setzen für die ganze Welt, für alle Geschlechter. Und wie gesagt, Paulus sagte, Gott hat Abraham dabei das Evangelium damals gepredigt. Das Evangelium ist in der ganzen Bibel. In der Zeit, das geht weiter, in der Zeit der Hütte Davids, wo David dieses Zelt aufgeschlagen hat und die Bundeslade zurückgebracht hat, auf Zion gestellt und 24 Stunden Lobpreis, Anbetung und Fürbitte
in diesem Zelt geschah, war eine große Betonung Gottes Vision für die ganze Welt. In den Psalmen, in diese Zeit geschrieben, war sowas von einer Weltvision. Ich durfte wegen der Zeit nur ein rausnehmen, aber ich muss sagen, das gehört zu meinen Lieblingspsalmen und das ist Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Nationen, deine Rettung. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Gradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen. Und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Was für eine gewaltige Verheißung. Und wir singen dieses Lied so gerne, dass Gott uns gnädig sei und uns segnet, damit dieser große Ertrag der Erde eingebracht wird. Das ist die Ernte, von der wir sprechen. Die Propheten sind auch voll von diesem und Thema. Und lest diesen Psalm, wenn ihr betet diese Woche, betet Psalm 67 und betet Gottes Segen auf die Gemeinden, die Ekklesia, weil wenn wir gesegnet sind, dann sind wir ein Zeugen für Gott, dass alle Enden der Erde, dass unsere Familien gesegnet sind, unsere Männer gesegnet sind und Frauen, dass wir wirklich diese Gesundheit Gottes, dieses Heil Gottes, eine Offenbarung von Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Segen, damit alle Enden der Erde ihn fürchten. Oh ja. Und das ist wirklich das Anliegen hinter dem Ganzen. Wie Jesus gesagt hat, alles, was ihr betet, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn, das wird euch geschehen. Das ist der Grundsatz unseres Gebetes. Das ist die Motivation, um den Namen Gottes zu verherrlichen in dem Sohn. Das, was Jesus gebetet hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name sei verherrlicht wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Anliegen. Und nicht nur die Psalmen sind voll von diesem Thema, sondern auch die Propheten. Und hier wieder darf ich wegen der Zeit nur eine Stelle nehmen, obwohl allein Jesaja ist voll von dem Thema, wie Gott verherrlicht wird unter den Nationen und vor allem, wie das Evangelium gepredigt wird unter den Nationen. In der Tat, das Wort Evangelium kommt von Jesaja. Und Paulus zitiert diese Stelle, es kommt zweimal in Jesaja 40 bis 55, aber diese eine Stelle in Kapitel 52 von Jesaja, Paulus zitiert in Römer 10, wo es heißt, wie lieblich sind die Füße auf den Bergen, die das frohe Botschaft bringen. Dieses Wort frohe Botschaft ist das Wort, woher wir das Wort Evangelium herhaben. Und in Jesaja 11, Vers 10 heißt es, und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Nach ihm werden die Nationen fragen. Er ist die Sehnsucht der Nationen. Er ist die Hoffnung der Nationen. Jesus Christus ist der einzige Grund, weswegen die Menschheit überhaupt Hoffnung haben könnte. Und
Wir dürfen Hoffnung haben, weil er ist dieses Feldzeichen erhoben über die Nationen. Das ist, was wir tun im Gebet. Wir erheben dieses Feldzeichen. Yahweh Nissi, er ist unser Gott. Und wir erheben ihn. Wir erheben der Herr unser Banner. Wir erheben ihn über die Nationen. Wir verkündigen, wie es heißt in den Psalmen, wie es heißt in den Propheten. Er regiert. Er ist der Herr über alle Nationen. Nicht nur über Einzelnen, sondern wirklich über alle Nationen ist er der König der Nationen. Halleluja. Das ist auch interessant. Ich will nur, Jesaja kommt 28 Mal vor, das Wort Yahweh rettet. Yeshua. Yeshua bedeutet, Yahweh ist unser Heil. Yahweh ist unsere Rettung. Und es kommt 4 mal 7. 4 vom Ende der Erde, die ganze Erde, Nord, Süd, Ost, West. Und 7 Mal kommt der Name Yeshua in Jesaja. Und es ist interessant, aber 28 Mal kommt auch das Wort das Lamm in das Buch Offenbarung. Eigentlich die gute Botschaft, das ist von ein Ende bis zum anderen. Gott selbst ist unser Rettung geworden. Halleluja. Gott selbst kam zu uns. Gott selbst ist unser Rettung. Der Herr ist unser Heil. So. Und das ist keine Überraschung, oder? Gott ist wirklich der Retter. Und er sagt auch in Jesaja, ich bin der Retter und kein anderer. Und da stimmen wir überein. Und dann, wenn wir in dem Neuen Testament kommen, dann bringt das auf eine ganz neue Etage. Und hier heißt es in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Königreiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also nicht nur irgendein Evangelium, sondern dieses Evangelium vom Königreich. Das Evangelium vom Königreich ist das genau, was Jesaja gesagt hat in Jesaja 52. Der Herr regiert. Er ist der König. Er ist der Herr der ganzen Welt. Und Jesus sagte, dieses Evangelium muss gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis für alle Nationen. Und dann, erst dann, wird das Ende kommen. So, Nationen bedeutet nicht nur politische Nationen, sondern ethnische Gruppen. Also alle Völker, Völkerschaften, genau wie es heißt in der ersten Verheißung, wo Gott Abraham gerufen hat, du in dir, in deinem Samen sollen alle Völkerschaften der Erde gesegnet werden. So, es geht nicht nur um Nationen, die wir als Nationen verstehen, sondern wirklich Volksgruppen. Und wir sind noch nie so nah daran gewesen wie jetzt, alle Volksgruppen erreichen zu können. Es ist wirklich die Möglichkeit. Und wenn man darüber denkt, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben über Israel und diese Gebetsaktion, 21 Tage Fasten, wenn man darüber denkt, dass Mike Bickle sagte, jemand, den er kennt, hat ein Netzwerk, wo 130 Millionen Menschen beten an einem Tag für dasselbe Anliegen. Das finde ich erstaunlich. Und so viel Gebet wie noch nie. Es gibt Gebetshäuser überall auf der Welt. 24 Stunden Gebet. Und gab noch nie so viel Anbetung wie jetzt. Aber das Evangelium muss gepredigt werden. Das ist, wie Menschen zum Glauben kommen werden. Nicht nur durch Gebet, sondern Gebet bereitet den Weg. Das Evangelium muss gepredigt werden. Und deshalb spricht die Offenbarung über Menschen,
für Gott erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Das sind vier Wege, die Welt beschrieben wird. Und interessanterweise, diese Beschreibung der Welt kommt in der Offenbarung 7-mal und immer mit 4 Dimensionen. Alle Nationen, alle Völker, alle Sprachen, alle Stämme. Verschieden ausgedruckt, aber immer 4-fach. 4 mal 7 wieder die Zahl des Lammes. Und für mich spricht das überragende Thema in dem Buch der Offenbarung für mich ist Jesus Christus, und zwar der Sieg des Lammes in aller Welt. Das Evangelium des Lammes gepredigt wird in der ganzen Welt. Und so, ich könnte mir vorstellen, dass Paulus damit meint, wenn er spricht von der Vollzahl der Nationen in Römer 11, dass das gemeint ist. Jedes Volk, jede Staat, jede Nation, jede Sprache wird das Evangelium hören, und zwar als ein Zeugnis, das nicht nur ein Traktat fallen lassen über die Völker, sondern wirklich das Evangelium vom Königreich gepredigt werden mit überzeugender Kraft und Tatsachen. Halleluja. Das ist, ich glaube, was wichtig ist in dieser Zeit. Und ich hoffe, dass es in eurem Herzen Glauben aufbaut, einfach eure Stimme zu erheben und zu beten für die Nationen. Ja, bevor Mike die Proklamation macht, ich möchte auch eine Stelle lesen. Ich kenne das alles, Psalm 2. Aber da sind die Nationen und die Völkerschaften, und sie vereinen sich in eine Rebellion gegen den Thron. Und das ist wirklich erstaunlich. Und das sehen wir, diese Nationen. Aber dann, der im Himmelthron lacht, der Herr spottet über sie. Und hier ist, was er sagt. Ich habe doch schon meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Deswegen ist Zion in Jerusalem, aber Zions Orte, wo wir Jesus als König erheben und in seine Gegenwart leben in das Königreich. Und dann Jesus sagt, lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Halleluja. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und das spricht, man kann Apostelgeschichte 13, 33 lesen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, spricht von der Auferstehungsmorgen, als Jesus der Erstgeborene aus den Toten, der erste Gottmensch, die den Tod besiegt hat, und als er zurück in den Himmel geht und diese große Krönungszeremonie, und er kriegt die Schussrolle und die Erde und er wird gegeben die Autorität über den Himmel und Erde. Und das ist, was Jesus proklamiert hat bei seiner Auferstehung. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Vollmacht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und dann er sagt zu uns, geht nun hin. Wow. Und macht alle Nationen zu Jünger. Bring sie in das Königreichs Leben, nicht nur gerettet, aber lass sie leben in das Königreich. Aber was ich sagen will, und dann sagt der Vater, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt, der Erstgeborene aus dem Toten, und wir mit ihm als seine neue Schöpfung. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Wow. Das war das Geburtstagsgeschenk. Das ist, was Jesus, als er auferweckt wurde, zurück in den Himmel gegangen ist. Und das ist das, was in Offenbarung 5 kommt.
du bist würdig, das Buch zu nehmen, den Siegel zu brechen. Wow. Denn du bist gekreuzigt und du hast dein Leben gegeben, Menschen für Gott zu erkaufen. Und hier ist es, der Vater gibt ihn wirklich, aber er sagt, fordere von mir. Und deswegen wir als Teil von der Leib der Messias, als Teil von das königliche Priestertum mit Jesus, der große hohe Priester und König. Wir haben die gleiche Dienst, die gleiche, wir treten ein mit Jesus und wir fordern Deutschland, wir fordern deutschsprachigen Europa, wir fordern aus das Leib in diesem Land, gib uns diese Nation, Halleluja. Mach uns Vektor auf den Mauer für diese Nation, gib uns wirklich die alle diese Königreichsbergen, den Medien, gib uns Medien, gib uns Kunst, gib uns Familienleben, gib uns lebendigen Gemeinden, die dich offenbaren, gib uns Leute in der Geschäftswelt, gib uns das Königreich. Komm in alle Dimensionen in dieses Land und wir fordern das von Gott. Und auf jeden Fall, sie haben eine freie Wille, wenn Jesus zurückkommt, er wird mit eisernen Stab sie zerschmetten. Aber jetzt, ich liebe das letzte Vers. Yeah. Küsst den Sohn, beugt euch, dass er nicht zorne und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn sein Zorn kommt, wir haben den Wahl. Sie küssen den Sohn jetzt und beugen und tun Ehrfurcht für den Sohn oder nicht. Aber glücklich alle, die sich bei ihm bergen. So, wir wollen bitten, fordern diese Land und beten für Tausende, die beugen das Knie und kommen in das Königreich, wo der Segen ist. Amen. So, in Übereinstimmung mit Psalm 2, es ist immer gut, mit Gott übereinzustimmen, machen wir diese Proklamation. Wir proklamieren dieses Evangelium vom Königreich Gottes, wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Dieses Evangelium vom Reich Gottes wird überall dort gehört werden, wo Menschen leben und wohnen, überall auf der ganzen Welt. Jesus sagte, die Ernte ist das Ende des Zeitalters. Vor dem Ende des Zeitalters wird jede Nation der Welt ein Zeugnis von Gottes Reich haben. Denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Die Anbetung wird die Nationen erfüllen, sodass der Name Gottes in allen Teilen der Erde groß sein wird. Denn der Herr ist ein großer König und sein Name wird unter alle Nationen verehrt. Wir singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Gott wird von allen Völkern der Erde überschwänglich angebetet werden. Die Völker sollen dich preisen, o Gott. Alle Völker sollen dich loben. Amen.